Und du Geist, das heißt der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Das wiederhole ich jetzt nicht. Das ist unheimlich wichtig, weil viele meinen, die hätten das verstanden. Meine Botschaft richtet sich immer nur an den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Es richtet sich nicht an diese ausgedachte Ariane. Es richtet sich nicht an diesen ausgedachten Udo. Das sind jetzt nur Pixelbilder. Und es richtet sich auch nicht an den, der jetzt vorm Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Sondern an den, der sich all diese Sachen ausdenkt. Und selbst an den richtet sich das nicht, weil der auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Das heißt, das Grundprinzip, es ist ein Unterschied, ob man intellektuell was begriffen hat oder ob man es verstanden hat. Darum kann ich immer wieder sagen, wenn ich jetzt anfange, es sollte eins klar sein, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher, was man von 99% dieser ganzen Glaubenssätze und logischen Konstrukte, die jetzt hundertprozentig sicher angesehen werden, nicht behaupten kann. Das ist diese alte Geschichte mit dem ersten und mit dem zweiten. Es ist ein leichtes zu beweisen, dass 99% des menschlichen Wissens, ob das Philosophie, ob das Religion ist oder allen voran die Naturwissenschaft ist, dass man die bei 100% Sicherheit nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Zum Beispiel der Glaube, man ist sich hundertprozentig sicher, dass das eigene Gehirn mit menschlicher Logik gesehen auch dann existiert, wenn man nicht dran denkt. Und ich sage, das kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das ist eine Grundannahme, ein Axiom, das nicht mehr in Frage gestellt wird. Da sind wir lang und breit darauf eingegangen. Was hundertprozentig sicher ist, dass für den Denker immer nur das existiert, was er denkt. Ein Schritt weitergehend gilt es auch für sinnliche Wahrnehmungen. Es existiert in dir nur die Information, die du im Moment vorliegen hast in dir selbst. Dazu zählen auch die sinnlichen Wahrnehmungen, weil wenn das nicht in dir drin ist, Materialist würde jetzt sagen, in meinem Gehirn in irgendeiner Art und Weise drin ist, kann ich es ja nicht sehen. Und du weißt, wie oft ich gesagt habe, wer ist das, der sich das anschaut, was dann im Gehirn drin ist? Nächster Schritt, existiert dieses Gehirn überhaupt, wenn nicht dran gedacht wird? Das hat mit hundertprozentig sicher nichts zu tun. Holo-Feeling ist die einzige Lehre, die nur mit hundertprozentig nachvollziehbaren Fakten arbeitet. Und da muss man den roten Bereich, das ist schon ein Trick. Und darum wiederhole ich immer wieder dasselbe, weil ich merke, dass du das nicht verstanden hast. Ich meine jetzt mit du nicht die Ariane, die jetzt offensichtlich von dem Udo angesprochen wird. Ich meine auch nicht den Zuhörer dieses Videos, den spreche ich auch nicht an, sondern ich spreche immer nur zu dem, der sich jetzt dieses kleine Pixelmännchen da oben rechts in der Ecke ausdenkt. Das ist einmal hier die erste große Erkenntnis. Und jetzt ist es also so, dass ich nochmal wiederhole und bitte geh genau diese Gedankengänge mit. Ich sage definitiv, Gedanken, die von jemandem gedacht werden, diese Gedanken entstehen durch das Denken eines Denkers. Und dieser Denker hat es immer nur mit seinen eigenen Gedanken zu tun. Diese Gedanken können nur von dem verändert werden, der die Gedanken denkt. Das heißt, wir haben einen Denker, der sich Gedanken denkt. Und diese Gedanken von diesem Denker kann nur dieser Denker verändern. Ein Gedanke selber hat keinen Einfluss drauf. Ich sage immer, das sind ja nur Figuren in einem Traum, ein ständiges Kommen und Gehen von Personen. Alles, was diese Figuren in einem Traum sprechen, sprechen sie, weil der Denker das denkt, weil der das erlebt. Setzt man für den Denker einen träumenden Geist. Auch das, was der Udo jetzt erzählt. Als Figur in deinem Traum hat der Udo überhaupt keinen Einfluss drauf. Jetzt ist natürlich, was verstehst du bei dem Wort Udo? Ist es das Pixelmännchen? Spricht der Udo, wenn du den Lautsprecher jetzt zuhörst, den du jetzt hundertprozentig sicher sprechen hörst? Da ist kein Mensch. Das sind logische Konstrukte. Jetzt ist natürlich, ja, ist ja klar, das wurde ja vorher aufgenommen. Jetzt machen wir schon wieder, konstruieren wir eine dazugehörige Vergangenheit. Ich sage wieder, das wird jetzt aufgenommen und du hörst dir das jetzt an. Ich habe niemals in der Vergangenheit was gesprochen. Nicht vor einer Woche, nicht vor 10 Jahren und nicht vor 2000 Jahren. Was ich spreche, spreche ich immer jetzt. Und zwar durch eine Person im Traum irgendeines Geistesfunken. Und ich habe da sehr vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Aber jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Wenn wir feststellen, dass alles, was in einem Traum auftaucht, alles, was gedacht wird, ein Dasein müssen ist, genauso wie es geträumt bzw. gedacht wird, muss dir jetzt klar werden, wenn wir jetzt diese Gedankenwelle aufspannen, Denker und Ausgedachtes, dass in dem Moment, wo dir das bewusst wird, dieser Denker ja auch was Ausgedachtes ist.
von einer höheren Ebene aus gesehen. Das heißt, dass auch ein Denker genau genommen keinen Einfluss auf seine Gedanken hat, solange er was Ausgedachtes ist. Da muss einer da sein, der sich einen Denker denkt und sich denkt, was der Denker sich denkt. Weil der Denker, den wir uns ausdenken, ja auch bloß ein Gedanke von einer höheren Ebene ist. Und da kann ich jetzt nochmal einen Schritt gehen. Und jetzt wird der, der sich den Denker ausdenkt, auch wieder zu was Ausgedachtes. Also muss da einer da sein, der sich jemanden ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt und sich denkt, was der Denker denkt. Und dem Denker spricht er jetzt Gedanken zu, die nur angeblich dieser Denker sieht, der sich diese Gedanken denkt, obwohl das letztendlich nur von dem gesehen wird, der in dieser Richtung am Ende der Kette steht. Das ist dieser eine Geist, der jetzt in viele Perspektiven aufplatzt. Das haben wir so oft durchgekaut, das ist aber mit Sicherheit von dir nicht verstanden, noch nicht hundertprozentig verstanden.